herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit dem Oma-Golf. Allerdings an einer ganz anderen Baustelle. Und zwar, wir sind in Berlin bei der Firma KKS. Chris kennt er ja schon vom letzten Video, wo wir direkt hinter dieser Wand auf dem Prüfstand waren. Richtig. Und heute geht es um das Thema Thermoisolieren. So, das heißt, wir haben hier unsere 89er Downpipe von dem Oma-Golf. Jo. Bisher war das Ganze mit Titanband einfach umwickeln, die einfachste Art und Weise. Das Ganze geht natürlich noch ein bisschen schöner und vor allen Dingen ein bisschen besser. Richtig. Und da kommt Chris ins Spiel. Ich bin selber gespannt, ich habe selber noch nicht gesehen, wie es gemacht wird. Aber sag einfach mal ein bisschen was, was wir machen. Naja, dieses alte thermische, also die Thermoisolierung von früher kennen wir ja alle mit dem, ja, haben wir ja hier ein schönes Beispiel gemacht. Ne? Kennen wir ja alle, das Band. Ja, das würde ich auch nicht mal Thermoisolierung nennen eigentlich. So. Ja, naja, das ist halt einfach... Auspuffband. Hat man ja früher alle gehabt. Dann gab es mal vor 2011, 12 habe ich das erstmal in Krümmer thermoisolieren lassen. Mhm. Übelst begeistert von gewesen. Exorbitant teuer. Übertrieben teuer. 6, 7, 8 Wochen drauf gewartet auf die Teile. Sah aber ein Hammer aus. Mhm. Und dann habe ich halt ein neues Auto, ein neues Projekt und so weiter. Und dann kam ja ins Gespräch und dann wollte ich den Scheiß ja unbedingt selber machen. So, da Chris eigentlich nämlich alles macht, haben wir uns dann überlegt, kannst du auch noch ein bisschen isolieren. Richtig. So, erstmal nur, was wir damit überhaupt bezwecken wollen. Hier sitzt der Toro-Lader, 1000 Grad kommen hier raus. Das heißt, das ganze Ding ist meistens am Glühen. Und alles drumherum wird natürlich schweineheiß. Genau. So, deswegen wickelt man normalerweise immer das Band rum, was ja auch seinen Zweck erfüllt, hoffentlich. Das testen wir nämlich am Ende noch. Ist natürlich eine einfache, schnelle Sache. Und ein Vorteil von dem Band gegenüber der richtigen Isolierung ist auf jeden Fall, alles billig ist. Und kann halt jeder billiger selber machen. Genau, kann jeder selber machen und man kann es mal abmachen, um zum Beispiel zu gucken, ob irgendwo was reißt. Ja, kannst du hier aber theoretisch auch. Also ich kann jetzt sagen, wenn du jetzt hier mit einer Sonne reinguckst und sagst, hier ist ein Riss, dann kann ich dir das aufschneiden, kann ich es flicken, zuschweißen und wieder zumachen. Genau, du kannst das, aber der normale Endkunde so ungefähr, ja, der ist natürlich blöd, ja. Der sich nicht sicher ist, ob sein Krümmer vielleicht gerissen oder so ähnliches, ne, der kann das nicht. Das ist richtig, ja. So, ja, wie man sieht, ist das wirklich 100% Handarbeit. Richtig. Und das Ganze ist auch nicht so preiswert und genau deswegen zeigen wir euch heute, wie aufwendig das Ganze ist, weil selbst in das Teil sind schon ein paar Stunden jetzt reingegangen. Ja, gute 6 Stunden, ja. 6 Stunden. Krass. So, was brauchen wir? Du verwendest so ganz dünne... Ja, das ist 0,15er Edelstahlfolie. 0,15, okay. Genau, das ist geprägt. Mhm. Deswegen ist es schön stabil. Mhm. Ungeprägt ist natürlich schön wabbelig. Richtig. Kannst du auch, ja, auch besser bearbeiten. Ja, ja. Gibt verschiedene Prägungen. Mhm. Ich nehme die lieber. Viele haben jetzt diese Kalottenoptik. Mhm. Finde ich jetzt die nicht so schön. Bisschen, ja, so ein bisschen, ich sag mal, so eierschalenmäßig aussieht. Ne? Das heißt, so richtig immer so runde Beulen. Ja, genau. Ne? Das ist halt, ja, ist Geschmackssache. Mhm. Manche mögen das eine mehr, ich mag das mehr. Bearbeitet sich immer besser. Mhm. Und da sieht man eigentlich auch mal gleich, ja. Gut, ja. Und dann kommt da drunter so richtig Dämmwolle. Ja, das ist eine Keramikwolle, ja. Das ist, die brennt nicht? Die brennt nicht, die schmilzt eher bei, glaub, 1800 Grad. Mhm. Fängt die eher an zu schmilzen, aber sie brennt nicht. Und das heißt, dieser Luftspalt dazwischen, der isoliert am Ende das Ganze? Genau. Also, die kommt da rauf. Dementsprechend, sie dämmt es ja. Mhm. Nimmt die Energie quasi aber eigentlich nicht auf. Das ist, wo du sagst, dämmen, meinst du, man merkt akustisch auch einen Unterschied? Ich würde sagen, ja. Weil das Blech hört sich halt auch anders an. Ja, klar, es wird halt ein bisschen dumpfer so. Genau. Ne? So, Flexrohr bleibt natürlich frei wegen, genau, Bewegung und so. Ne? Genau. Witzig ist schon wieder bei uns irgendwie so dieser farbliche Unterschied zwischen Flexrohr 1 und Flexrohr 2. Das ist nämlich das Flexrohr vom Wastegate hier. Und das sieht so aus, als wenn da noch nicht so viel durchgegangen ist bisher. Ne? Na, all in, ja. Okay, und dann wird das wirklich in Handarbeit hier drauf geschweißt, punktet. Genau, das ist einfach eine ganz normale Isolierung. Gibt's ja extra den Beruf Isolierer, die die ganzen Rohre oder Hochöfen isolieren. Und das ist genau das gleiche, nur halt den kleinen. Mhm. Das ist halt, du musst ja halt, ja, man sagt, ja, kleine Fische sozusagen machen. Das sind immer diese Schimps halt, diese vorgefertigten Folien quasi, die dann aber selber immer noch anpassen musst halt. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach immer nur gerade Streifen nehmen, wie du einfach nur rumlegst, sondern musst die schon, je nachdem, ob innen oder außen, wie so ein Pizzastück zurechtschneiden und so weiter. Genau, ja. Sonst kommst du halt nicht um die Ecken rum. Mhm. Deswegen musst du eine Seite mal ein bisschen anders schneiden. Ich hätte ja auf jeden Fall mal gerne gesehen, so die ersten Versuche, ne? wenn du sowas mal angefangen hast. Fährt ja immer noch in deiner Limo rum. Stimmt. Die Limo-Krümmer, das ist ja bestimmt schon 3 Jahre drauf oder so, ne?
Wobei die waren natürlich auch undankbar zu machen, weil das wird ja am Ende mehr so ein Klumpen, weil das alles so eng ist, ne? Ja, das ist, ich mache die meistens auch ein bisschen dicker, weil ich will, dass das isoliert. Ich will, dass das quasi, es ist ja beim Krümmer, sage ich erstmal, dass wir die thermische Energie auf der Turbine mehr haben. Mhm. Und bei der Abgasanlage, theoretisch bei der Dompipe bräuchten wir es ja theoretisch nicht. Gar nicht. Das ist ja eher so ein Bauteilschutz. Ja, ja. Dementsprechend soll es aber optimal funktionieren, dass ich, sage ich erstmal, wenn hier ein Kabel liegt, dass das Kabel halt nicht schmilzt. Dass man es im Zweifelsfall sogar anfassen kann, wie auch immer. Genau, genau. So, und hier sieht man nämlich auf jeden Fall, da lag irgendwas schon an. Ja. Es ist auch Alu, ne? Fühlt sich an wie Alu, was da drauf ist, oder? Also da wird auf jeden Fall schon gewesen sein. Okay, das heißt, du machst das extra dick, weil guck mal, das sind ja auch bestimmt 5, 6, 7 Millimeter. Ja, bis ein Millimeter. Ich stopfe die aber. Ja. Gibt verschiedene Methoden, also meistens... Da ist richtig was hinter. Da ist richtig was hinter, ja. Okay, man könnte es natürlich auch deutlich dünner machen, dann wird das Ganze wahrscheinlich auch noch ein bisschen schöner aussehen. Ja, na, du kannst die jetzt auseinanderkrüppeln, sag ich mal. So kommt es halt vom Hersteller. Es gibt ja auch andere Thermoisolierung von anderen Leuten, die ist halt, ich will jetzt nicht sagen, dass sie gleichmäßiger ist, aber die ist noch ein bisschen formschöner. Genau. Aber das liegt einfach daran, weil die so eng anliegen ist und weil da nicht das so viel drauf ist. Kommt auch drauf an, was du für eine Isolierung drunter packst. Weil die Isolierung gibt es auch, die ist dann genäht. Die ist dann quasi wie eine zweite Haut, die kannst du rumlegen. Und die ist auch sehr stabil, die kannst du dann schneiden und die fällt dann nicht auseinander. Mhm. Und die legst du halt vorher rum, kannst die fixieren mit Draht und dann legst du erst die Isolierung rüber. Mhm. Ist dann aber, du festest dann an und das ist dann immer weich. Wohl runter, ja. Genau. Ja. Und dann klopfst du auch gegen, dann merkst du schon, die Wolle wird auch, die arbeitet ja auch, die wird dann weich darunter. Ich weiß auf jeden Fall, dieses Thema Thermoisolieren war jahrelang immer noch so ein bisschen, ich sag mal, ein Geheimnis, wie das so gemacht wird, ne? Ja. So, keiner wollte immer so richtig verraten, wie es am Ende dann wirklich verarbeitet wird, obwohl es wahrscheinlich, wie du selber schon sagtest, in der Industrie haufenweise gemacht wird, nur halt einfach im Autobereich nicht gemacht wurde. Ja, eine Ferrari macht zum Beispiel, da kommen die Serienanlagen, also wo ich damals mein Krümmer abgegeben habe, die haben, das war wirklich hinter, wie, da durfte es nicht rein, da waren doppelt, dreifach Türen, da konntest du nicht mal eben da reingucken, wenn einer rein und rausläuft, das war so abgesichert gewesen. Ich denke mal, viele werden das auch vorm Cut machen, damit der Cut möglichst schnell Betriebstemperatur hat, ne? Naja, halt, das bietet es jetzt an. Wir packen das ja schön ein, dass der Cut richtig schöne Temperatur hat. Richtig, ab Motor, dass die ganze Energie buff im Cut landet und möglichst schnell warm ist, ne? Genau. Das ist auch der Grund, warum man den Krümmer immer möglichst einpacken sollte, dass halt wirklich die ganze Energie, die in der Wärme von Abgase ist, auch wirklich bis in Turbolader reinkommt, weil heiße Luft, mehr Volumen, mehr Drehzahl auf dem Turbolader, ne? Richtig. Aber ich dachte, kalte Luft ist dünner. Ja, auf Ansaugseite. Okay. So, ne? Das ist ja quasi die Menge an Sauerstoff, die du in den Motor erstmal reinkriegen willst. Ach so, okay. Weil dadurch dann halt eine Mehrverbrennung, übertrieben gesagt, zustande kommt. Mhm. So, aber die Luft, die dann rausgeht, die du ja durch die Turbine vom Turbolader schiebst, da ist natürlich mehr Volumen immer besser, weil mehr Volumen, mehr Drehzahl. Okay. Und je heißer, je mehr Volumen. Mhm, verstehe. So, jetzt grob erklärt. Genau. Okay, ja, ich bin gespannt, wie wir das Stückchen jetzt hier fertig machen. Ich kann es mir zwar so grob vorstellen, aber ich bin mal gespannt, wie das hier so... Ja, das ist halt... Ich weiß nicht, ob du siehst, ob du drauf kriegst auf der Kamera. Klar. Das ist halt ein Punkt für einen Punkt für einen Punkt für einen Punkt. Und neben dem Punkt ist dann nochmal ein Punkt. Mhm. Das ist halt, und das machst du halt wie bei einer Nähmaschine mit einem Pedal. Und du musst halt jeden einzelnen Punkt machst du halt selbst von Hand. Das heißt, das ist überlappend. Das ist überlappend, genau. Und eigentlich ist diese ganze Hülle gar nicht mit dem Rohr gerade verbunden, sondern nur am Anfang und am Ende. Genau. Mhm. Ja. Das ist halt, man gibt es auch noch ein paar andere, es gibt noch sowas als Roller. Mhm. Dann gehst du einfach rüber und dann hast du quasi auf dem Gerät einen Takt und der taktet dann einfach die ganze Zeit. Geht auch, machst du aber lieber. Geht, finde ich, schneller, weil mit dem Fuß kannst du schön papapap. Hat Igor mir auch mal rübergeschickt, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Aber der hat mir auch so einen Roller schon mal geschickt, aus Kupfer. Genau. Ja. Und immer Kupfer, kein Stahl, Stahl ist gleich, besser schweißt. Ja, dann. Ich würde sagen, Action. Wir gucken einfach mal über die Schulter, wie du hier noch ein, zwei Stücke ran machst. Du kannst es auch gerne dazu kommentieren. Ne? Du jetzt nicht so, dass kommentieren? Ja. Okay. Schneid mal durch, aber. We'll be right back.
So, das letzte Stück wird jetzt so ein bisschen mehr Stückelei, ne? Ja. Aber das sieht schon echt ganz gut aus. Das heißt, du hast das Blech jetzt so ein bisschen eingeschnitten? So eingeschnitten, dass du es halt weiter rumkriegen kannst. Mhm. Und dann wird das wirklich einfach nur auf dem V-Bahn-Ring komplett verpunktet? Genau. Genau. Und immer wieder gestopft? Genau. Mhm. Schön stabil. Hier oben genauso? Das heißt, es wird von hier an der Kante verpunktet und das genau. Kommt am Ende alles weg? Genau, das schneiden wir dann mit der Flex noch weg. Und dann ist gut. Das ist cool. Ein sauberer Übergang, ja. Und dann geht's an den Versuch als nächstes. Das Kunstwerk, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist jetzt soweit einsatzbereit. Ne? Hat Chris auf jeden Fall wieder schön hinbekommen. Ja. Jetzt zum Abschluss kriegt er nochmal einen kleinen Versuch. Bitte nagelt uns nicht fest für diesen Versuch. Aber wir wollen einfach nur mal kurz zeigen, wie verzögert die Wärme von hier drin mit der Isolierung nach außen kommt. Das heißt, Chris hält jetzt einfach mal seinen Brenner da rein und wir messen einfach mal ein bisschen innen und außen und gucken mal, wie lange das Ding braucht, bis es heiß wird. Ne? Ich könnte jetzt auch meine Hand drauf lassen. Lass ich aber lieber. Wie ich kein Vertrauen höre. Ja? Ja, noch haben wir hier immer 30 Grad. Wieso, Alter, krass, guck mal. Okay, ich hab doch Vertrauen, ich lass doch meine Hand drauf. Okay, aber das hält wirklich hart lange kalt, ne? Ja, hier glüht es ja schon. Glüht echt schon? Fühl mal rein. Weil das ist eigentlich der beste Beweis. Guck mal, wenn es da glüht und ich kann hier meine Hand drauf lassen, ne? Aber das ist wirklich noch nicht mal im Ansatz warm. Jetzt fängt es an so ein bisschen... Ja, da brauchen wir eigentlich noch nicht mal messen. Weil jetzt wird es langsam heiß. Ja, so, das wird auf jeden Fall überzeugender sein als jegliches Messen. Krass, okay. Gut. No. Aber nicht andersweise glühen halt, ne? Nee. So, und was halt auch. Und, genau, und auch selbst, ne? Du kannst es immer noch. Es zieht dann jetzt klar durch. Also es ist halt einfach nur zeitversetzt, ne? Aber gerade für dieses kurze Volllastfahren und so ist das schon immer gut, ne? Genau. Ja, extrem cool. Falls ihr sowas auch haben wollt, wir blenden hier mal einmal kurz von Chris den Instagram-Account ein. Dann könnt ihr dich einfach anschreiben und dann könnt ihr sowas auch haben. Ja, dann danke, dass ihr Zeit genommen hast, dass wir das einmal zeigen konnten. Gerne. Jetzt muss er leider noch das Abgasgehäuse vom Turbolader machen. Und dann geht es auch am Oma Golf weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Nachfrage von Chris ein kleiner Zusatz, weil wir wissen jetzt schon, es werden ganz viele Fragen kommen, ob dieses Dämmmaterial nicht wegbrennen kann darunter. Und deswegen wollte Chris da unbedingt nochmal einen Brenner draufhalten, damit ihr alle seht, nein, es kann nicht wegbrennen.
sagen, reicht jetzt, ist Feierabend.